Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Video zu leitstellenspiel.de. Ja, gestern gab es einen Serverausfall und in diesem Video möchte ich euch kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich war gestern mit meinem Sohn, dem Ben, bei meiner Mutter und ja, irgendwann kamen dann so die ersten Telegram-Nachrichten rein. Ihr habt ja die Möglichkeit, euren Telegram-Account mit dem Spiel-Account zu verbinden und damit ja, immer die neuesten News auch praktisch per Telegram geschickt zu bekommen. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, mir zu schreiben und das kommt dann bei mir an. Ich antworte da in der Regel nicht drauf, weil da kommen sehr, sehr, sehr viele Nachrichten ein. Aber bei sowas ist das echt praktisch, weil ihr habt mir gestern, praktisch mehrere Leute haben mir gestern mitgeteilt, dass das Spiel offline ist und dass es da Probleme gibt. Das habe ich gesehen in den Telegram-Verlauf. Und ja, wie gesagt, ich war gestern bei meiner Mutter. Daraufhin, weil halt mehrere Nachrichten kamen mit dem Inhalt, habe ich dann halt mal nachgeguckt und tatsächlich, das Spiel war offline. Und jetzt ist das so eine Situation, wenn man unterwegs ist, seinen kleinen Sohn dabei hat, dann kann man ja natürlich nicht sofort handeln, sondern man muss dann ja erstmal nach Hause fahren. Also habe ich Ben angezogen, habe ihn eingepackt, wir sind losgefahren nach Hause. Zu Hause angekommen, habe ich dann das Erste, was man praktisch macht, ist, man guckt dann mal in die verschiedenen Logfiles von den verschiedenen Servern, weil viele glauben ja, dass das Spiel irgendwie auf einem Server läuft und ja, dass ein Server das alles managt, ist leider nicht der Fall, sind, weiß nicht, circa 10 Server oder sowas. Und ja, also in die Logfiles geschaut, in den Logfiles dann festgestellt, dass die Datenbank keine Schreibzugriffe mehr erlaubt hat. Was ist jetzt überhaupt so eine Datenbank? Eine Datenbank könnt ihr euch vorstellen wie so ein, ich sag mal, Excel-File. In dieser Excel-Tabelle steht praktisch alles drin von jedem. Also es stehen da zum Beispiel ja, eure Fahrzeuge drin, eure Gebäude drin, eure was weiß ich was. Und da konnte das Spiel an sich nicht mehr drauf schreiben. Also es durfte noch Sachen daraus lesen, also es durfte noch erfahren, wo stehen zum Beispiel Gebäude. Aber es durfte nicht mehr irgendwelche Statusaktualisierungen machen. Warum ist das passiert? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau. Das ist heute meine Aufgabe, das herauszufinden, warum das genau passiert ist. Was ich weiß, ist, dass es ein von der Datenbank selber so einen Aufräumenprozess gibt. Es ist so, dass wenn zum Beispiel ein Fahrzeug eine Route bekommt und irgendwo hinfährt, dann wird diese Route temporär auch in der Datenbank gespeichert. Das heißt, es wird sich gemerkt, wo muss das Fahrzeug langfahren, wo muss es abbiegen, wie schnell darf es fahren, etc. Das wird alles in der Datenbank gespeichert. Und nachdem das Fahrzeug dann angekommen ist, werden diese Daten natürlich weggeschmissen, weil die brauche ich nie wieder für dieses Fahrzeug. Also schmeiße ich diese Daten weg. Jetzt ist es so, die werden auch gelöscht. Allerdings wird der Platz auf der Festplatte nicht direkt freigegeben. Das ist einfach von der Datenbank so. Warum das genau so ist, kann ich nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall so. Auf jeden Fall gibt es von der Datenbank selber dann einen Aufräumprozess. Das heißt, es erkennt, wo sind Felder, die jetzt zu groß sind, wo früher mal viele Daten drin gestanden haben, die wir jetzt aber gar nicht mehr brauchen. Und so, dass wir den Datenbankeintrag an der Stelle wieder klein machen können. Eigentlich sollte das laufen und das läuft auch. Also wenn man mal in die Prozessliste guckt, dann sieht man, dass genau diese Aufgabe auch läuft und teilweise wohl auch arbeitet, aber wohl nicht überall. Jetzt die Frage, warum arbeitet die nicht überall? Und was genau ist dann passiert? Es gibt nämlich eine bestimmte Anzahl an Aufgaben, die erledigt werden können, bevor so ein Aufräumprozess drüber gelaufen sein muss. Und dieser ist halt nicht gelaufen oder nicht immer. Ich weiß es nicht. So dass ich dann das Spiel erstmal, als ich dann erfahren habe, was genau das Problem liegt, vorliegt, ich dann erstmal die Facebook-Nachricht geschrieben habe und ins Forum geschrieben habe, dass wir offline sind, dass ich daran arbeite, dass ich jetzt erstmal prüfe, was das Problem ist. Genau, dann habe ich das Spiel an sich runtergefahren. Bis zu dem Zeitpunkt waren die Spielserver noch online. Das heißt, die haben noch versucht, auf die Datenbank zu schreiben und zu lesen. Aber die Datenbank hat das verweigert, deswegen habt ihr die Fehlermeldung bekommen. Dann habe ich das Spiel an sich offline genommen, das heißt, ich habe alle Spielserver runtergefahren, sodass auch gar nicht mehr versucht wird, auf die Datenbank zu schreiben, weil klappt ja eh nicht. Ja, dann habe ich diesen Aufräumprozess praktisch von Hand gestartet.
das ist ein Prozess, da sieht man leider keine Fortschrittsanzeige. Also es gibt da nicht irgendwie sowas wie, du hast schon 5% geschafft oder du hast schon 10% geschafft oder irgendwas oder das dauert jetzt noch eine Stunde oder sowas. Sowas wird ja leider da nicht angezeigt. Sodass man da das Problem hat, man weiß es praktisch nicht so wirklich genau, wie lange es jetzt noch dauert. Deswegen habe ich dann irgendwann den zweiten Post geschrieben, dass ich weiß, wo das Problem liegt und dass ich daran arbeite, aber noch nicht sagen kann, wie lange es noch ungefähr dauert. Weil da sitzt man vor dem Rechner und wartet im Prinzip ab, dass dieser Aufräumvorgang abgeschlossen ist. Ja, nachdem das dann abgeschlossen war, konnte das Spiel dann auch relativ schnell wieder online gehen und läuft seitdem wieder problemlos. Heute ist für mich praktisch die Aufgabe, also eigentlich war heute war eigentlich wieder so ein Tag, wo ich gerne an der Verbandskasse gearbeitet hätte. Aber wie das immer so ist, es gibt Sachen, die gehen vor und das ist genau so ein Fall. Der geht natürlich vor, wenn das Spiel irgendwie Probleme hat oder ernsthafte Probleme auftreten, dann geht das natürlich immer vor. So dass ich heute meine Aufgabe ist zu gucken, warum hat diese Aufgabe nicht funktioniert? Warum hat er nicht einfach die Datenbank aufgeräumt, so wie er es eigentlich tun sollte? Das werde ich heute versuchen rauszufinden. Werde ich jetzt erstmal machen. Gestern hatte ich dazu was geschrieben, dass ihr Coins bekommt für den Ausfall und das ist auch richtig. Dazu stehe ich auch, das mache ich auch. Und zwar habe ich mir überlegt, dass Spieler, die in den letzten Monat online waren, jeder jeweils 10 Coins bekommt und Spieler, die innerhalb des letzten Jahres Coins gekauft haben, also das heißt, die das Spiel unterstützen, die dabei sind, die kriegen nochmal zusätzlich 10 Coins drauf, sodass sie insgesamt 20 Coins bekommen. Einfach weil ihr das Spiel unterstützt, ihr macht das Spiel überhaupt erst möglich, ihr finanziert das Ganze, ihr finanziert die ganzen Server, den Strom, mich. Ich möchte auch am Ende des Monats irgendwie Brötchen haben. Diese Coins-Gutschrift verteile ich im Laufe des Tages. Ihr müsst nichts dafür tun. Ihr kriegt das automatisch auf euer Konto überwiesen und habt das dann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und würde sagen, wir hören uns die Tage wieder. Bis dann. Danke. Ciao.